Willkommen, meine Freunde, zu einem Video in meiner Indie-Süppe. Ja, ich bin's wieder, euer Big Mongoseller, und heute stelle ich euch vor Insurgency aus dem Hause New World Interactive. Es war im Jahre 2014 auf dem zweiten Platz der weltweit besten Indie-Spiele. Und das nicht umsonst. Denn es hat mich nur sagenhafte 4 Euro gekostet. Und es ist meiner Meinung nach das Most Valuable Game, welches ich mir in der letzten Zeit zugelegt habe. Das Ganze kann ich natürlich auch begründen, warum, wieso, weshalb ist dieses Spiel so besonders für mich und was macht es so besonders und was unterscheidet dieses Spiel zwischen Titeln wie CSGO, Battlefield oder auch Call of Duty. Aber um dass ihr das Ganze begreifen könnt und meine Meinung nachvollziehen könnt, werde ich euch jetzt erst einmal etwas Gameplay zu Insurgency zeigen. So, meine lieben Freunde der Nacht, das war es für den Montagenzusammenschnitt hier in Insurgency. Übrigens die erste Montage, die ich ever hier auf YouTube hochgeladen habe. Und jetzt kommen wir zu Fakten. Ich sagte, dieses Spiel ist nicht zu vergleichen mit CSGO, Call of Duty, Battlefield und die ganzen Konsorten. Warum, wieso, weshalb ist das so? Ja, weil dieses Spiel nur zu vergleichen ist mit America's Army, Red Orchestra und Battlefield 2 Project Reality. Das sind so die einzigen Titel, die mir auf Anhieb einfallen. Natürlich auch Arma, die Militärsimulation, wobei ich sagen muss, dass Insurgency hier einen Punkt voraus ist, denn in Insurgency kann man das Viport schon ohne Modifikation benutzen, nicht wie in Arma. Jetzt fragt ihr euch sicher, ey Mongo, Alter, wie kann das sein, wenn das Spiel doch so gut ist, wie du doch sagst, dass es teils so unbekannt ist? Ja Leute, das liegt wahrscheinlich daran, dass EA oder Infinity Ward oder egal, die haben Geld für Werbekampagnen. Insurgency hat überhaupt keine Werbekampagne, die einzige Werbefläche, die sie haben, ist Steam.
und ihre Website. Und das war's auch schon. Und das Geld, was EA für eine Werbekampagne rausschmeißt, von diesem Geld könnte man 10 Teile von Insurgency produzieren. Nur mal so nebenbei. Und jetzt mal noch was anderes. Ihr kennt sicher alle diese Situationen. Ob in Call of Duty oder in Battlefield. Ihr steht dem Feind gegenüber mit einem M249 oder egal welcher Waffe. Und ihr haltet voll drauf. Dauer auf euer Abenteuer. Mitten ins Gesicht, in den Brustkorb. Die Schüsse, die prasseln auf den Gegner ein. Und der will einfach nicht umfallen. Der steht da wie Hulk Hogan und Terminator zugleich. What the fuck? Realitätsnah aber wird durch die Bewegungsenergie des Projektils im Verbund mit der Schutzweste eine Mannstoppwirkung erzielt, welche in den meisten Fällen den Gegner zu Boden wirft oder ihn für wenige Sekunden kampfunfähig macht. Ja, das ist die Realität und auch der große Unterschied zwischen Spielen wie Battlefield und Insurgency. Worauf ich hinaus will, ist, dass Insurgency viel, viel näher an der Realität ist und deshalb auch nicht von jedem akzeptiert wird. Die Realität ist knallhart, was man wiederum auch im Spiel merkt. Und die ersten Tage, die ich in Insurgency verbrachte, waren sehr frustrierend für mich, da ich nichts und niemanden sah und immer umfiel wie eine Fliege überm Grill. Und was sagt das über unsere Gamer aus? Gamer mögen es einfach. Casualisiert. Entwickler springen darauf an. Realismus verkauft sich schlecht. Spiele, in denen jeder, auch die ohne Skill, Erfolge erzielen können, die sind der Renner und die bringen die wahre Kohle ein. Wenn ihr also vorhabt, Insurgency zu spielen, garantiere ich euch, dass der Anfang sehr, sehr frustrierend sein wird. Wie ich auch in meinem Arma 3 Capture the Island Video erwähnte, ist es wichtig, sich on-site durch fremdes Gebiet zu begeben. Das gleiche gilt für Insurgency. Hollywood Runner haben hier keine Chance. Zudem muss ich noch erwähnen, dass die Community von Insurgency sehr erwachsen wirkt. Es werden sogar im militärischen Stil Funksprüche via in-game Voice übermittelt. You got this, Mike. Just keep focus. Roger that. Jawohl. Copy that. Ich muss vorab sagen, dass ich mit diesem Video Spiele wie Battlefield und Call of Duty nicht schlecht reden will. Ich spiele sie selber gerne. Nur ging es hier rein um den Realitätsgrad, den die jeweiligen Spiele für euch bereithalten. So, Fakten habe ich genügend zusammengetragen. Bildet euch selbst eure Meinung. Das Spiel ist für 3 bis 5 Euro zu haben. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses spezielle Video zu meiner Indie Super gefallen. Es hat mich sehr viel Arbeit gekostet. Teilweise musste ich die Slow-Mo Frame per Frame bearbeiten. Kenner unter euch wissen, was das heißt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dieses ist natürlich kostenlos. Oder auch ein Daumen nach oben würde mir den Tag versüßen. Teilen könnt ihr das Ganze natürlich auch, sofern ihr denkt, dass ihr das euren Freunden nicht vorenthalten möchtet. Hier Big Mongus, Alter, kehre zum Stützpunkt zurück. Over and out. Aber im Normalfall nehmt ihr den Launcher in die Hand. Mit T könnt ihr Ziele anvisieren. Somit tue ich jetzt gerade Scannen. Ich ziehe über den Horizont hinweg, drücke die ganze Zeit T und wenn dann ein gegnerisches Fahrzeug, oh, wie zum Beispiel jetzt, auftaucht, wird es direkt in die Zielerfassung genommen. Und ja, ich habe hier jetzt erstmal ein bisschen gewartet, dass ich bessere Sichtlinie habe, aber gut, der Schuss wird nichts. Voll gegen den Berg gedonnert. Whoa!